Hallöchen, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Majora's Mask. Ja. Das letzte Mal haben wir den Brunnen hier abgeschlossen. Genau gesagt, jetzt, wenn ich hier rauskomme. Ach, Ruin von Nikana. Ach, wir sind hier sogar direkt jetzt. Ach, cool. Genau hier will ich nämlich hin. Okay, weiter geht's. Okay. Denn eine Sache brauchen wir noch für den Dungeon. Uiuiui, habe ich das richtig gesehen? Jetzt sieht man sie nicht mehr. Ich glaube, da war ein Herzteil drauf gerade. Mucke, das ist cool. Dö. Was hast du zu sagen? Zwar kann ich nichts sehen, aber ich spüre den kalten Hauch des unsagbar Bösen, der uns umgibt. Hast du keine Maske, die das Ungesehene sichtbar macht? Oh, ja, okay, du willst mir wieder Hinweis geben, dass ich meine komische Maske da aufsetzen soll, aber nicht mit mir. Halt die Fresse da, ja. Okay, da kann ich rein. Trotzdem nochmal kurz die andere Seite abchecken. Wasser! Warte mal, kann ich hier vielleicht Song of Storms spielen und dann kommt hier Wasser rein? Das wäre cool. Einfach eine Fee. Na komm, gönn mal 3 Herzen. 4, 4,5. Dann halt nicht. Dann halt doch. Danke. Okay. Hätte klappen können, ne? Ich gehe nur Ideen nach. Verurteilt mich nicht. So. Tja, dann gehen wir mal in den großen Raum in der Mitte, ne? Wird schon passen. Moin. Ah, das ist übrigens der Ort, wenn ich jetzt nämlich aufsetze. Guck mal, was sie hier machen, die dancen ab. Wenn ich jetzt einmal so mache, ein paar Mal, dann sterben sie und guck mal, wie viel Geld die geben einfach. Ja, das ist natürlich mein Geld jetzt voll. Aber 20 Rubine pro Toter. 80 Rubine pro Mal und ich kann einfach raus, wieder reingehen und sind wieder da. Das ist dann quasi so die Geldfarm-Methode. Das Problem ist, ich habe kein Licht. Da rührt sich nichts. Ah! Ich hab's gesehen. Im Augen-Della-Winkel. Anders immer noch zu? Ja. Aber da ist auch, okay, da war auch ein anderer Weg gerade. Aber, ne, gehen wir es mal nach und nach lang. Coole Tür. Bald bricht der zweite Tag an. Ich will übrigens, oh Gott, da darf ich übrigens nicht greifen. Das wäre ganz schön nervig. Aua. Wobei, das sind, glaube ich, gar nicht die zum Greifen, ne? Komm hier, fuck off, Alter. Okay. Aha. Okay. Kommen die alle Geld? Alter, wir brauchen ja so viel Geld. Ja, in der Nacht des zweiten Tages würde ich übrigens gerne noch was tun. Und in der Nacht des dritten Tages. Ja. Ich werde ja eh dann die Zeit, sobald wir fertig sind, werde ich ja die Zeit eh nochmals zurückspulen. Hier ist kein Licht. Moin Jungs, lass mich nicht beirren von mir. Kikiriki. Was du?
Dieses Ocarina of Time Recycling. Den Pflanzen bin ich sicher, da bin ich mir sicher. Ich kann das alles nicht mehr. Okay, Moment. Dann machen wir den Ocarina of Time Way of Life. Ich glaube, sobald ich hier anvisiere. Nee, okay. Das ist schlecht. Moment. Uiuiui. Ich kann hier nirgendwo stehen, wa? Dann brauchen wir wohl ein bisschen extra Zunder mit Officer March. Ah, ich sehe aber gerade ein Problem auf jeden Fall. Oh. Putsching. Gut, die Hasenohren sind, glaube ich, doch nicht so die Lösung aller Probleme. Ich hätte vielleicht zuerst mich verwandeln sollen. Darüber nachgedacht habe. Schnell! Sehr schön. Es fällt runter und pump. Sehr schön. So, ist das hier hot? Ist das Lava? Ich glaube schon. Ich gehe auf Nummer sicher. Aua. Ich hoffe, wir finden hier irgendwie eine Möglichkeit, dass wir Licht einfallen lassen können. Das wäre, denke ich, nicht verkehrt. Ich sehe euch, ihr Drecksviecher. Moment. Keine Pfeile verschwenden hier. Kann man die nicht auch so ein bisschen hier so? Dann halt nicht. Jedes Mal! Oh. Ja, ich bin denn alle tot. Sollte ich da schon so rum? Ja klar, geht, oder? Geh ich hin? Oh, vielleicht auch nicht. Okay, alles klärchen. Die haben die Hitbox aus. Aus, weiß ich nicht, aus der Hölle persönlich. Ach, jetzt seid ihr respawned, ja toll. Ja, Link. Steuerung ist nicht leicht, nicht wahr? Okay, ich bin gerade begeistert, dass es funktioniert hat. Bin ich gerade gegen die Spinne da gefetzt? So, nicht drauf reinfallen. Nicht drauf reinfallen. Vielleicht falle ich sogar gerade drauf rein. Ich gehe mal direkt auf den hier. Okay, ja, doch. Tarsenohren schaffe ich den Sprung, I guess. Ja, guck mal. Ah, Moment. Die Tür ist zu. Okay. Das ist schlecht, weil da komme ich nicht hin. Aber von da. Ich kann mal was versuchen, was ganz gewagt ist. Direkt von hier. So, da einmal durchfliegen. Wenn ich, wenn die im Weg sind. Komm, Link, du schaffst das! Oh mein Gott! Okay, sehr gut. Das Problem ist, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Aus der Ecke? Welchen Gameplay-Aspekt übersehe ich gerade?
Ah, den übersehe ich. Okay. Problem gelöst. Jetzt hätte ich den Sprung schaffe ich auch mit Hasenohren hier. Moment. Ausmachen. Noch so halb da. Oh, jetzt bloß nicht runterfallen hier. Ja, guck mal, wie easy. Ich habe sogar ohne Hasenohren, glaube ich. Hui. Bus verhext. Ganz schwer. Okay. Ah, das macht es, wenn es blau ist. Okay. Habe ich vorher nie gemerkt. Ja, jetzt so in so einem Hype-Dungeon hier natürlich schlecht. Ah, jetzt bin ich hier. Ah. Moment. Ja, das ist tatsächlich ein Herzteil. Okay, verzeiht ihr es mir, wenn ich mal eben ein Safe State benutze, damit ich nicht, wenn ich runterfalle, alles nochmal neu machen muss? ja. Ja, ja, seid ihr. Habt ihr. Tut ihr, macht ihr. Weil ihr einfach geil seid. So. Ach, ich kann keine Waffen ziehen. Kann ich auch meinen Bogen nicht ziehen? Ist mein Bogen eine Waffe? Nö. Gut. Ey! Bitch. Ja, ja, toll. Ups. Wer ist denn draußen? Ich hoffe übrigens... wahrscheinlich nicht. Dass, wenn ich das gleich habe, das wieder abgestellt wird, das Feuer, sodass ich... Ich komme eh nicht mehr zurück. Ich mach mal kurz was. Ich hab das Herz da, ja, haha. Ich glaube, ich kann ja gar nicht mehr zurück dann. Ach komm, fuck doch einfach mal auf. Also vielleicht sollte ich hier erstmal das machen, was ich tun soll. Ja, okay. Und dann mich darum kümmern. Weil wahrscheinlich muss ich dann eh wieder nach unten, wenn ich hier fertig bin. Das dann quasi als Rückweg nehmen. Boah, wie man hier lang... ist cool. Wenn die so lang klettert. Meine Güte. Ich sollte mal die Hasenohren absetzen. Aber das scheint überhaupt gar nicht zu bringen, hier lang zu klettern. Ich kann darauf, auf die Plattform, aber das ist nicht so Sinn der Sache, glaube ich. Ah, da kann ich... Ah, okay. Aha. Jedes verfickte Mal. Scheiß Tastenbelegung einfach nicht hin. Macht mich fertig. Wo ist das? Aha. Ja, aber ist doch sauber. Dann kann ich jetzt mal eben kurz wieder rüber, mir das Herzteil holen. Und dann da unten rein. Na? Hehehe. Yehehe. Oh, ist doch ganz schön knapp, ne? So, jetzt nochmal mit Anstand hier. Immer so ein kleiner Mini-Dungeon hier. Ist ganz schön viel Vorbereitung, die ich hier treffen muss für den Dungeon. Okay. Ich glaub an mich! Gut. Bäm. So. Okay. Ja, dann kann ich ja weg hier, ne? Yippie. Bitte nicht in den Brunnen da fallen.
Wehe, der Knopf ist nicht mehr gedrückt. Dann raste ich aber aus. Wie viel Herzteile habe ich jetzt wieder? Oh, ich habe schon bald mein nächstes Herz. Wann ist das denn passiert? Voll gut. Irgendwo... Nee, wo war denn das jetzt? Wo sie, oh, scheiße. Wo hat sich etwas geöffnet? Irgendwo hier doch, oder nicht? Moment, wo war das jetzt? Scheiße. Doch hier? Nee, hier war der Brunnen. Hä? Moment. Hä? Hä? Jetzt zweifle ich aber an mir selbst. Das war doch hier eben. Irgendwo. Oder nicht? Da bin ich jetzt völlig dumm. Hä? Das war doch hier gerade. Das war doch die Kamerafahrt und dann so. War das da oben? Das war wahrscheinlich da oben. War das da oben? Was? Da oben? What the fuck? Ja, jetzt muss ich ja halt hier nochmal rein, so, ne? Oh, ich muss alles nochmal. Oh. Nee, fuck off. Okay, was war... Hä? Wo hat sich gerade was gehört? Nee, hä? Ich bin gerade so verwirrt, einfach nur noch. Das Herz, da kann ich mir jederzeit wiederholen. Das ist nicht so das Problem, so. War da ganz normal hochzuklettern? Nee, danke. So, was zum Fick ist das hier? Es ist doch da drin, okay. Es sah mit der Kamera eben aber mal ganz anders aus. So. Ja, wie sammle ich das Herzteil wohl noch? Was glaubt ihr? Sorry, es sah irgendwie mit der Kamera damals mal davor so aus, wenn das da unten irgendwo gewesen wäre. Eieieiei. Das ergibt eigentlich auch Sinn, ne? Also kommen wir jetzt auf die rechte Seite, theoretisch. Wie komme ich da rein? Es gibt ja keinen Eingang. Glaube ich. Cool, ich weiß gar nicht, wie ich da reinkomme. Durch eine Tür von oben, aha, nein. Was war das denn jetzt schon wieder? Hat's überlegt mit dem Zora, aber das. Nee. Ja, ich habe absolut keinen Peil, wie man da reinkommt. Wenn du mir jetzt sagst, von unten, nee. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Wir haben Licht gemacht. Wir haben Licht gemacht. Ach Gott, ich kann das alles nicht mehr. Mein Dungeon macht mich fertig. Das ist noch nicht mal der Dungeon. Meine Fresse, wir haben Licht gemacht. Jetzt kann ich da nämlich den Block wegmachen. Ich werde jetzt falle ich auch noch runter bei dem Versuch hier. So, zum dritten Mal und hoffentlich das letzte Mal dieses Herzteil sammeln. Blablabla.
Schneller, Link. Mit dem Deko bin ich auch schneller, so. So. Tür ist immer noch offen. So, jetzt haben wir hier Licht, gell? Ja. Oh, na gut, so geht's auch, ne? Halleluja. Jetzt dancen wir wieder geil ab. So viel Geld. Ich werde es bald loswerden, sobald ich ja, einen nächsten Schnellreisepunkt habe. Nehmen wir es mal so. Oh! Der schon wieder. Na gut, ist ja nicht so das Problem, ne? Ich habe keine Pfeile mehr. Das ist problematisch. Achso, ich bin blind. Keine Pfeile. Naja, gleich. Ja, wenn man dumm ist wie ich, dann ist das natürlich nochmal eine andere Sache, ne? Tja. Kann ich auch zu Fuß angreifen? Ja, kann ich auch, gut. Sauber. Moin, Jungs. Ein paar Pfeile vielleicht? Herzen brauche ich nicht. So. Bin ich ja logischerweise hier, aber jetzt nicht da reinfallen. Achso, jetzt komme ich in der Mitte da rein, ne? Oh. Bombe. Dann haben wir einen Riss. Ja. Mir ist das tatsächlich aufgefallen, aber es hat gewackelt. Aber ein paar mehr. Oder brauche ich hier jetzt das Pulverfass? Oh mein Gott, ich brauche wahrscheinlich hier das Pulverfass, ne? Das Sagenumwobene. Da habe ich auch schon gerade gedacht hier. Hua! Bombs! Ja komm, sprengen wir's. Wenn nicht, muss ich als Safe State laden, so, ne? Ja, imagine, du kommst hierher und dann so, ja, du brauchst ein Pulverfass, du Arschloch. Und dann so, ja, geil. Nicht so gutes Game Design auf jeden Fall. Möchte ich sagen. So, und ich weiß auch genau, was jetzt Tacho ist. Jetzt haben wir nämlich hier Licht und können jetzt in der Mitte, glaube ich, tolle Sachen machen, ne? Ja. Aber wisst ihr was? Das machen wir beim nächsten Mal. Ha, danke fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.